Hallo liebe Red Dead Redemption Zocker, wir befinden uns jetzt in der letzten Mission von Kapitel 1 ostwärts. Wie ihr jetzt vielleicht festgestellt habt, habe ich zwei Missionen übersprungen. Ja, diese beiden sind relativ tricky, relativ schwer. Also zum einen alte Freunde und die andere heißt Wer zur Hölle ist Levictus Cornwall. Die beiden sind echt ein bisschen tricky. Kann man natürlich ohne Probleme schaffen. Wäre super oder ist super, wenn ihr eine davon auch auf Gold gemacht habt. Ist aber absolut nicht nötig. Jetzt kommen wir hier zu einer sehr, sehr einfachen Mission. Die Mission heißt Ostwärts und bildet jetzt ja den Abschluss von Chapter 1. Im Endeffekt gibt es wirklich nur zwei, drei wirklich kleine Sachen zu beachten. Hier jetzt Nummer 1. Also wir fahren mit unserem Karren los. Kurz nachdem wir die ersten Meter hinter uns gelegt haben, fällt hier ein Rad von dem Karren ab. Da springe ich mal ganz kurz. So, also im Endeffekt hebt man nur einmal das Rad an. Jetzt seht ihr unten rechts Rad rollen mit dem linken Stick. Ja, das macht er hier automatisch. Da müsst ihr gleich ein paar Mal auf X hämmern. So, einmal, zweimal, dreimal. Kann man im Endeffekt auch wirklich permanent X drücken. So, dann ist quasi ein Teil der Mission schon mal erledigt. Dann müsst ihr sehen, dass er hier relativ schnell aufsteigt. Und dann ist eigentlich alles andere fast schon selbsterklärend bis kurz vor Ende der Mission. Deshalb spule ich hier mal ein ganz kleines Stückchen vor. Also im Endeffekt müsst ihr wirklich immer nur dem vorgegebenen Weg folgen, der gelben Markierung. Müsst ein bisschen gucken, dass ihr nicht zu weit links oder nicht zu weit rechts fahrt. Wirklich immer dem vorgegebenen Pfad hier folgen. Ganze Zeit immer permanent auf X hämmern. Ja, und das war es eigentlich schon. Da gibt es wirklich nicht viel zu beachten. Jetzt kommen wir schon fast zum Ende der Mission. Da gibt es jetzt noch eine ganz, ganz kleine Sache zu beachten. Ja, ihr müsst jetzt einen Freund mit zum Camp nehmen. Den jetzt gleich aufsammeln. Das ist relativ einfach verpassbar. Meiner Meinung nach sieht man den nicht so gut. Beziehungsweise kann sehr, sehr schnell dran vorbeifahren. Ja, ihr fahrt jetzt hier noch ein kleines Stück geradeaus. Und gleich seht ihr auf der rechten Seite einen relativ großen Stein. Da ruft er dann auch schon. Beziehungsweise bittet euch, dass ihr ihn mitnehmt, die letzten Meter. So, jetzt kommt er gleich ins Bild. Sieht man jetzt hier auf der rechten Seite den großen Stein. Am besten haltet ihr davor mit L1 oder fahrt ein Stückchen weiter. Da seht ihr ihn schon. So, da steht er quasi vor bzw. hinter dem Stein, je nachdem wie man sieht. Und steigt da hinten auf und dann könnt ihr sofort die Fahrt wieder aufnehmen. Ja, fahrt das letzte Stück bis zum Camp. Und wenn ihr dann keine großen Fehler gemacht habt, sprich wirklich zu weit bzw. ja, zu weit links, zu weit rechts gefahren seid oder deutlich zu langsam gefahren seid, da ihr irgendwelche Fehler gemacht habt oder hier euren Freund nicht eingesammelt habt, dann ist es eventuell nicht schaffbar. Ansonsten denke ich wirklich eine sehr, sehr einfache Goldmedaille, weil man auch nicht schießen muss. Man hat keine Gefechte, keine Shootouts, keine wilden Schießereien. Ja, es ist im Endeffekt relativ einfach. Wir gehen jetzt gleich nochmal die Missionsziele durch. Aber die Medaille sollte auf jeden Fall ganz, ganz easy machbar sein. So, jetzt gucken wir uns das Ganze gleich nochmal an, damit man nochmal vernünftig auch die Missionsziele im Überblick hat. Jetzt dauert es ein Momentchen. Die Kamera haben wir jetzt neu im Kompendium. So. Okay. Jawohl, sehr schön. Goldmedaille ostwärts. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Sammle Javier ein, wenn du nach Horseshoe Overlook fährst. Schließe die Mission innerhalb von 6 Minuten ab. Also ist alles wirklich sehr, sehr gut machbar. Ich denke, da werdet ihr absolut keine Probleme haben. Hier nochmal ganz kurz eine Übersicht, was ich am Anfang des Videos gesagt hatte. Zwei Missionen habe ich ausgelassen, alte Freunde und Wer zum Teufel ist Levictus Cornwall. Die sind wirklich nicht einfach. Ja, hat das sehr gut geklappt. 4 aus 6. Wir sehen uns in Chapter 2. Tschüss.